Gerhard Roth, Perpetuum mobile, der Mythos des Wiener Burgtheaters. Glaubte ich meiner Mutter, der einzigen Erzählerin, die über diesen magischen Ort Bescheid wusste? Handelte es sich im Wiener Burgtheater um den geistigen Mittelpunkt der Erde, in dem die göttlichsten Schauspieler des Universums die großartigsten Theaterstücke aller Zeiten vor einem erlesenen Publikum zur Aufführung brachten. Noch dazu im unübertroffen schönsten Deutsch. Die Schauspielergötter, sagte sie, seien dem wahren Leben so entrückt, dass sie nach Beendigung der Aufführung nicht wie üblich vor den roten Samtvorhang treten, um den Applaus des Publikums entgegenzunehmen, sondern sich gleichsam wieder auf den Theater-Olymp zurückzögen, um zu demonstrieren, dass die Illusion die einzige Möglichkeit sei, das Sein zu begreifen. Sie verschwenden, fuhr sie fort, zwar tatsächlich aus dem sakralen Gebäude des Burgtheaters in ihr Privatleben, erschienen aber am nächsten Tag zur gleichen Stunde in einem anderen Drama und als andere Personen auf den Brettern, die die Welt bedeuteten. Dadurch würden die Aufführungen zu geheimnisvollen, geradezu spiritistischen Ereignissen mit verkleideten Gespenstern aus dem Jenseits der vergangenen Zeit. Das Burgtheater war daher für mich eine mythologische Fiktion aus lauter Unbegreiflichkeiten und von meiner Geburtsstadt Graz weiter entfernt als der Nordpol oder Afrika. Bald darauf schenkte mir mein Großvater ein Dichterschauspielquartett, das ich heute noch, wenn auch nur unvollständig, besitze. Ich lernte die Namen von Dramatikern wie Shakespeare, Schiller, Molière und Goldoni kennen. Und die Titel von Dramen wie Peer Gynt, Faust, Dame Kobold oder Der zerbrochene Kuh. Im linken oberen Eck der Spielkarten war ein nur aus Linien bestehendes Porträt des betreffenden Dichters skizzenhaft, geisterhaft, wie es mir erschien, zu sehen. Und der größte Teil der Fläche zeigte eine rätselhafte Szene aus einem von jeweils vier seiner Stücke. Nach dem Austeilen der Karten für ein Spiel hielt ich für gewöhnlich ein Burgtheater-Jahresprogramm an klassischen Dramen und Komödien in der Hand. Heute hat sich diese märchenhafte Vorstellung in etwas Chaotisches verwandelt. Wie eine unendliche Collage aus Gesichtern von Schauspielern, Kostümen, Zitaten, Stimmen und Bühnenbildern, aus Zwischenfällen und Sätzen, den Namen von Regisseuren, verstorbenen und lebenden Autoren, unbekannten Soufflösen und Bühnenarbeitern. Existiert das Burgtheater jetzt in meiner Innenwelt? Ein unübersichtliches und nur in meiner Vorstellung existierendes Archiv, aus dem hin und wieder Einzelheiten ungefragt in meinem Kopf auftauchen. Ob ich zu Hause oder auf Reisen bin, ein Glas Wein trinke oder mich zu Bett begebe. Sitze ich dann wirklich im Theater, gewinnt der rote Samtvorhang eine zauberhafte Bedeutung. Trennte doch den künstlichen Globus aus Alp und Glücksträumen, aus Visionen, Gedanken und Gefühlen von der sogenannten Wirklichkeit. Wie diese ist aber auch der künstliche Globus von krankheitserregenden Bakterien befallen. Tödlichen Bazillen des Hasses, der Niedertracht, der Verzweiflung, der Intrigen, der Denunziation, der Gemeinheit, der Gewalt. Der Einsamkeit, der Eifersucht, der Hinterhältigkeit und der Grausamkeit. Dazwischen glimmen im halbdunklen Biotop Glühwürmchen der Liebe, des Humors, der Hoffnung und der Läuterung auf. Unter dem Mikroskop betrachtet würde sich übrigens zeigen, dass diese Bazillen ebenso wie die Glühwürmchen aus Wörtern, Sätzen und Versen bestehen, die nur darauf warten, unter bestimmten Umständen wirksam zu werden. Weshalb besucht das Publikum den seltsamen künstlichen Globus Burgtheater? Vielleicht, um sich voyeuristisch wie durch ein raffiniertes Schlüsselloch selbst zu beobachten. Vielleicht, um sich für die Dauer der Vorstellung von den imaginären Bazillen anstecken zu lassen. Vielleicht, um von den Schauspielern, den Sätzen, der Handlung, dem Bühnenbild hypnotisiert zu werden. Vielleicht auch nur, um eine geheime Neugierde zu befriedigen, mit der einen Figur zu triumphieren und die andere zu verdammen. Sobald sich der rote Vorhang wieder schließt, weckt die Erinnerung in den Köpfen mit ihrem Trugspiel an. Tauchen dort aus dem Nirgendwo kommend, nur noch einzelne Fragmente des Theaterstücks. Wie Flüchtlinge von einem anderen Kontinent auf. Die Erinnerung weist jedoch den Migranten nur die dunklen Quartiere in den Regionen des Vergessens zu. Mit dem Schließen des roten Vorhangs verschwindet auch die zweite Wirklichkeit, auf
der Bühne. Die Schauspieler stieben auseinander, das Bühnenbild wird abgebaut, die Scheinwerfer verlöschen. Dunkelheit umfängt den künstlichen Globus. Doch bis zum nächsten Tag haben sich Sonnen und Planeten weitergedreht. Alles beginnt von vorne. In der Wiener Burg kann es nicht anders sein, als dass von der Geisterstunde des Aufführungsbeginns an die Geister begeisternd und geistreich spuken. Spielerisch hinterlassen sie winzige Vogeltritte in den schneebedeckten Fluren der Erinnerung, bis die Windböen des Alltags sie verwehen.